Ja, hallo Gerard, schön, dass wir uns wieder treffen in der gewohnten Umgebung schon, beide mit neuen T-Shirts und neuen Shirts jetzt auch. Hi Alex, genau, frisch angezogen heute. Endlich mal Frisch wieder angezogen, aufgestellt. frisch geduscht und Ja, frisch Haare gemacht. natürlich. Und jetzt sind wir wieder da und ich habe auch eine spannende Frage mitgebracht, die ein bisschen sehr, sehr aktuell an dieses Online-Geschehen einfach jetzt anknüpft, nämlich Gong Online, ja, funktioniert das überhaupt? Kommt da so viel rüber? Und hast du irgendwelche Erfahrungen? Kann man da ein paar Sachen einfach beachten, damit was rüberkommt? Oder würdest du auch eher sagen, das ist jetzt so mehr eine Krücke bis gar nichts und Gong musst du unbedingt live erleben? Was meinst du dazu? Ja, beides. Gong musst du unbedingt live erleben und Ja. solltest du auch, wenn es geht, live erleben. Aber wie die letzten 1,5 Jahre uns ja nun gezeigt und gelehrt haben, ist es an vielen Stellen halt eben nicht mehr möglich, so wie wir es vorher gewohnt gewesen sind. Oder wenn möglich, halt nur mit sehr vielen Einschränkungen. Und natürlich geht nichts darüber, einen Gong live im Raum zu hören und zu spüren und das ganze Spektrum des Gongs halt in seiner vollen Wirkung durch den Körper und durch das System rauschen und quasi klingen zu lassen. Aber es gibt natürlich auch Wege und Möglichkeiten, einen Teil dieses Spektrums auch einzufangen und abzubilden. Die Frage lässt sich für mein Empfinden nicht ganz so einfach und ganz so auf einen Schlag beantworten, weil es natürlich eine Menge Komponenten gibt, die dabei zu beachten sind. Und wenn die Frage so gestellt ist, was kommt da überhaupt an beim Gegenüber, dann sage ich erstmal, keine Ahnung. Weil das ist natürlich ein Stück weit überhaupt nicht vorhersehbar und auch nicht den Leuten, die sich das anhören, vorzubestimmen. Man kann natürlich Einladungen und Aussprechungen und Empfehlungen geben. Was Sinn macht, damit man das Klangerlebnis möglichst dicht an dem Original-Gong-Klang dran hat. Ja, also wenn sich jemand zu Hause hinsetzt und das Fenster offen hat und da ist eine Straße, wo die ganze Zeit Autos vorbeifahren und im Nebenraum spielen zwei Kinder und da hinten läuft von der Oma noch der Fernseher und dann setze ich mich hin mit meinem Smartphone und sage so, jetzt höre ich mal eine Gong-Meditation. Schön. Auf diesem kleinen Quäkellautsprecher, der da aus dem Smartphone rauskommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das nicht so ein ganz fantastisches Klangerlebnis sein wird. Ja, also Das ist ich. sozusagen der Worst Case, wo du es überhaupt nicht empfehlen würdest. Was Es wäre denn jetzt geht noch sozusagen, wenn schlimmer, jetzt aber es so ist so ein von. Standard-Case, Ah, das ist sogar schon Standard. Ich dachte so, das wäre von einer Range von 0 bis 10, hast du jetzt 0,5 beschrieben. Wie wäre es denn dann, wenn jemand sozusagen, der hat das Ideal-Setup? Wie würden das deiner Meinung nach ausschauen? Genau, also im Ideal-Setup hat er ein gutes Lautsprechersystem, so. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt sage, das ist so eine portable Bluetooth-Box. Ne? Gibt es auch Unterschiede in der Qualität natürlich, aber am besten bedient ist man mit einer guten Stereo-HiFi-Anlage. So. Und das sortiere ich immer so ein bisschen preiskategorienmäßig ein. Wenn man da so ein Ding stehen hat für 85 € aus dem Mediamarkt von einer Kassenpalette, dann ist das halt keine gute Stereoanlage. Dann Okay. sage ich mal so irgendwas ab 300, 350 € und natürlich aufwärts gibt es ja im Stereobereich alles Mögliche, weil dann die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass da schon einigermaßen gute Lautsprecher auch dabei sind, die einen Raum, also sage ich jetzt mal so ein normales Zimmer, 15, 20, 25, 30, 35 Quadratmeter ganz gut beschallen kann, sodass auch da einfach ein guter Teil von dem Gongklang auch über so eine Anlage transportiert und wieder ge gegeben werden kann. Besser ist es noch, wenn man sich natürlich einen Kopfhörer auf die Birne setzt. Da gibt es ja auch unterschiedlichstes Material. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein ganz normales Handy-Telefon-Headset drinne. Und selbst da höre ich meine Gong-Aufnahmen mit ab, weil die mir im Prinzip ermöglichen, dadurch, dass die ins Ohr so reingesteckt sind, dass ich da auch einen kleinen geschlossenen Klangraum habe. Das heißt, die lassen halt einen guten Teil von dem, was außen ist, draußen. Und damit stelle ich sicher, dass im Prinzip nur der Klang direkt in mein Ohr reinkommt. Noch eine Stufe angenehmer und besser ist, wenn ich mir halt einen richtig guten Kopfhörer auf die Birne draufpacke, also am besten mit so Muscheln und am besten auch geschlossen oder halbgeschlossenes System,
sodass ich da im Prinzip einen etwas größeren Raum hier auf meine beiden Ohren draufsetze und sich da drin alles abspielt. So, wenn ich das sicherstellen kann, dann bin ich schon mal auf einer ganz guten Seite. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist, und dann ist auch mal die Frage, ist das jetzt eine Aufnahme von einem Gong, die ich mir anhöre, die ja qualitativ wahrscheinlich noch mal besser ist, als wenn ich mir das Ganze in einem Livestream online anhöre oder angucke. Ja. Wenn ich da als Teilnehmer auf der quasi hörenden Seite bin, würde ich immer, oberste Priorität, bitte eine LAN-Verbindung statt einer WLAN-Verbindung. Weil hier alles, was per WLAN-Verbindung reinkommt, ist potenziell immer sehr störungsanfällig. Ja? Es kann sein, da läuft ein Backup im Hintergrund auf deinem Laptop, was du vergessen hast, dass es läuft und versucht, 24 GB an Daten abzudaten. So. Das beeinträchtigt natürlich die Bandbreite. Das heißt, du hast dann in deinem Zoom-Call oder wie auch immer dieses Gong-Livestreaming dann stattfindet, weniger Bandbreite zur Verfügung. So. Und das macht sich bemerkbar und hörbar natürlich in Ausfällen. Und wenn du den Gong hörst, und wir kennen ja Gong als ein sehr homogenes und fließendes, durchgängiges Klangbild, und dann ist immer so, dann macht das halt einfach keinen Spaß. So. Okay, ja. Also guter Kopfhörer, gutes Lautsprechersystem oder eine Stereoanlage und halt eine stabile Internetverbindung, da bist du schon auf einer relativ guten Seite. So. Und die das Oma, heißt dann bei der Internetverbindung, du empfiehlst dann auch, wenn es jetzt kein WLAN, sondern LAN sein soll, dass das Signal irgendwo über den Computer reinkommt und nicht übers Smartphone ganz einfach, sondern ich habe das jetzt nicht als MP3 hier irgendwo drauf oder ich höre so eine Zoom-Live-Session und mache das hier und lege mich dann hin, sondern das soll im Computer reinkommen, damit ich die Möglichkeit eben habe, da eine Stereolage anzuschließen oder das irgendwie rüber zu routen und mir oder auch bei den Kopfhörern. Im Kopfhörer könnte ich ja im Handy noch gut reinmachen, aber eben kein LAN. Genau, es kommt drauf an. Es gibt natürlich auch für Smartphones gewisse LAN-Adapter, sodass du halt da über den Anschluss, den du dran hast, mit einem Adapter auch wieder ans LAN rankommst. Das geht aber nicht bei allen Handys, bei allen Smartphones. Die Frage ist natürlich auch immer, wie viel Aufwand und wie viel technische Zumutung kann man den Leuten, die teilnehmen, so mit auf den Weg geben. So, wenn man dann anfängt mit so einer Liste und sagt, so ja, das, und dann musst du dir noch eine Anlage kaufen. So. Deswegen sage ich immer, am idealsten wäre das und das und das. Und wenn das halt nicht geht, gehst du eine Stufe drunter. Und wenn du halt keinen LAN-Anschluss hast, dann kann man ja keinen daher zaubern. Aber man kann halt im Kopf behalten, dass, wenn ich eine WLAN-Verbindung habe, dass es potenziell störungsanfällig ist. Ich habe diese Frage natürlich auch häufig gestellt gekriegt. Und die Frage ist genau die, live, muss ich das unbedingt live? Soll ich mir das antun, das aus der Konserve oder im Stream zu machen? Die Frage ist natürlich genau immer so, wenn du wieder das Ding nimmst zwischen 0 und 10, so als Maximum 10 wäre das perfekte Live-Erlebnis fast direkt unterm Gong liegend und 0 ist ein gekrächzte, ist es meiner Meinung nach so, wenn du das nicht hast, dann hast du immer 0, dann hast du immer nichts. Also willst du mehr als nichts haben, dann ist online eine Alternative, da schaffst du 40%, 50%, 60%. Vielleicht auch nur noch einen Ticken mehr. Und wenn du dann live bist, was ist dann noch der Unterschied, wenn du jetzt die perfekte Stereoanlage hast? Der ist meiner Meinung nach immer, weil wir ja bei diesem Gong, jetzt ist hier zufälligerweise einer, da kommt ja nicht nur Klang raus, so ein Zufall, du hast ja auch da hinten einen rumstehen, da kommt ja nicht nur Klang raus, sondern da kommen ja auch diese physikalischen Wellen, wo du so die Hand hinhalten kannst und dann spürst du das. Und das erfüllt den gesamten Raum eben nicht nur mit Klang, sondern mit diesen physikalischen Schallwellen. Und die spüren die Menschen und die gehen in diese Körper hinein. Und das macht einen großen Anteil einfach auch an der Wirkung aus. Wenn du das ansonsten einfach weglässt, dann ist das von 100% eben minus. Dann bist du eben bei 60%, 65%. Aber das ist eben nicht der Vergleich zu 100%, sondern der Vergleich zu 0. Machst du es nicht, hast du nichts. Also nehme ich mir lieber mehr als nichts und vergleiche mich eher mit dieser Alternative. Ja. Und dann gehe ich noch ein bisschen drauf ein. Du hast es sozusagen sehr, sehr gut aus der Empfängersicht beschrieben. Was ist denn jetzt für mich als Gongspieler wichtig? Wir hatten ja gerade vorher schon, ich habe jetzt da so ein Smartphone. Da könnte ich jetzt hier eine Zoom-Session aufmachen und da halte ich das Mikrofon dann so dran, klicke dann da drauf und dann schicke ich und sende ich da raus.
Ich habe selbst, als diese Lockdown-Geschichte angefangen habe, eine Live-Session damals über Facebook Live gemacht. Mhm. War der gleiche Raum hier, wo ich jetzt auch bin, und habe dabei gemerkt, dass zum einen Facebook oder auch die anderen Anbieter, die meinen es immer gut mit dir, die möchten ja, dass du da bleibst. Und das heißt, wenn zum einen das, was bei mir reinkommt in den im Upstream, wenn der schwächer wird, zum Beispiel eben durch WLAN, dann ziehen die das Signal runter, damit auf jeden Fall was ankommt. Und dann geht es durch die ganze Welt und kommt dann bei dir wieder runter. Und wenn auch bei dir das Signal schwächer wird, dann, dann gehen die da so weit von der Qualität runter, damit irgendwas bei dir ankommt. Ja. Und am Ende hast du eben bei weitem nicht mal ein 60-prozentiges Erlebnis, sondern bist du irgendwo bei 20% oder sowas. Und das schwankt ja auch. Ne? Das kann ja auch schwanken innerhalb von einer halben Minute. Kann total. Das schwanken in dem Stream. Ja. Total kann das schwanken. Also wir kennen das ja vom Audio, also vom Sprechen, wenn wir in einem Zoom-Meeting sind und jemand spricht und für 5 Sekunden ist die Internetverbindung schwächer. Dann macht es so und dann versucht es das Ganze irgendwie so zu überspielen. Und unser menschliches Gehirn ist ja in der Lage, so ein paar Teile von einem Wort oder von einem Satz, die fehlen, auch da reinzurechnen, auch wenn wir sie nicht wirklich hören. So. Und dann kriegen wir eben hin. Zwei Worte, das kriegen wir eben hin. Beim durchgehenden Ton oder Klang bringt uns das raus. Bist du sofort aus deiner Entspannung, Meditation, wo du auch immer bist, bist du einfach raus. Ja. Ja. Deshalb ist es auch beim Sender, beim Aufnehmer, LAN auf jeden Fall. Und das zweite ist Mikrofon. Ich habe da mal einen Workshop drüber gemacht, den ich so niedrigschwellig wie möglich einfach machen wollte, um nicht den ganzen Gongspielern draußen, die brennen ja darauf zu spielen und dürfen nicht und möchten dem jetzt auch anbieten, haben aber häufig einfach da keine große Erfahrung und häufig dann eben auch Angst, mache ich eine falsche Investition, um Gottes Willen, ich sehe bei dem hier immer, was der alles hat, brauche ich das auch alles? Und deshalb bin ich mal so niedrigschwellig wie möglich einfach rangegangen und habe mal versucht zu sehen, was ist, wenn du so gut wie nichts dazu kaufst? Use what you have und starte erstmal da und mach damit Erfahrungen. Und was da bei mir ist, ich mache ja auch nebenbei einen Podcast, nehme ich doch einfach mein Podcast-Mikrofon, stelle das unten am Gong hin. Das ist schon mal eins der ersten Dinge, den Raumklang aufzunehmen und nicht den Gong, also nicht so direkt an den Gong dran, damit sofort das vom Gong auf die Membrane vom Mikrofon, sondern stell es ein bisschen weiter weg, damit ein bisschen von was von dem Raumklang einfach rüberkommt. Und dann geht das Ganze direkt auch hier wieder mit Kabel, kein Bluetooth. Bluetooth, da spielt einfach die Physik ein bisschen rein. Das hat einen bestimmten Zeitverzögerung, Time Delay nennt man das. Der ist pro Meter so und so viele Millisekunden und den hören wir nicht. Und wenn es dann mehr wird, dann fängt es an, dass wir das jetzt zum Beispiel hier bei Lippenbewegungen merken würden, wenn ich jetzt hier ein Bluetooth-Headset hätte. Und dann müsste ich beim Schneiden danach die Audiospur runternehmen und müsste einen Ticken rüberrutschen, damit es wieder lippensynchron ist. Das ist dieser Time-Delay, den du hast. Und den kriegst du natürlich da genauso rüber. Ist jetzt beim Gongspiel insgesamt nicht so schlimm, aber das ist eben auch so eine Übertragungsgeschichte wie bei WLAN. Wenn du die Möglichkeit hast, nimm Kabel. Ja. Geh mit dem Kabel rein und nimm es am Computer auf mit einem Programm, das dich nach Möglichkeit nichts kostet. Gibt es in der Windows-Welt sehr, sehr gute, kostenlose, gibt es in der Mac-Welt genau. Bei mir ist jetzt GarageBand, womit ich das aufnehme. Und am Ende, wenn du jetzt eine Live-Session machst, ich persönlich nutze Zoom und ich kenne auch ganz, ganz viele, die nutzen Zoom, weil da hast du daneben eben noch viele Möglichkeiten, individuelle Einstellungen zu machen, wo es genau für das, was du tust, am besten ist. Zum Beispiel eben eine Musikaufnahme, also ein dauerhafter Klangstrom und weniger ein Meeting, wo mal der eine spricht und mal der andere spricht. Da brauchst du einfach unterschiedliche Einstellungen. Die kannst du bei Zoom besser machen als wie bei Facebook Live. Und deshalb empfehle ich dir, jetzt aktuell ist die Software, die so in der Breite sehr, sehr gut von vielen einfach zu nutzen ist, Zoom, was wir jetzt hier auch nutzen. Und da kannst du schon sehr, sehr viel reingehen und auf der Hörerseite natürlich dann auch
das Ganze dann am besten, meine Empfehlung ist es immer, mit Kopfhörer zu machen. Da bist du sehr, sehr nah dran. Eine sehr, sehr gute Stereoanlage hat das persönliche Ding, da müsstest du deinen Gong auch schon kennen, weil so ein Gong, der hat ja tiefe Frequenzen, mittlere und hohe gleichzeitig. Nicht wie bei einer Gitarre, da spielst du einen Ton, hast du ihren Gitarren, das macht Ging und dann kommt ein Ton und beim Gong kommen sofort ganz viele. Und da sind sehr, sehr viele Lautsprechermembrane einfach überfordert, die in irgendeinem Bereich entweder brummen oder ganz hoch fiepen. Da müsstest du vorher am besten eine Art von Soundcheck machen und da mal wissen, wie drehst du jetzt deine hohen, Mittel und Tiefen in deiner Stereoanlage ein, damit es nicht irgendwann bei Minute 17, wenn der Gérard jetzt intensiver spielt, dann hast du in deiner tiefen Entspannung auf einmal so ein Brummen drin, weil dein Lautsprecher das einfach tut. Da empfehle ich dir also, wenn du so einen Lautsprecher nimmst, mach doch vorher ein bisschen und dreh an den Reglern rum. Und wenn du Kopfhörer hast, ist das Ergebnis natürlich qualitätsabhängig sehr, sehr häufig das Bessere. Und du hast gleichzeitig den Vorteil, noch eine gewisse Abschirmung von Nebengeräuschen, sei es jetzt Straße, sei es jetzt Familie oder irgendwas. Das ist meine Empfehlung immer, wenn du die Möglichkeit hast, einen Kopfhörer zu nehmen, nimm ihn. Und wenn du der Gongspieler oder Spielerin bist, mach vorher einen Test mit Zoom. Das heißt, wenn du um 19 Uhr anfängst, dann finde dein Setup irgendwann am Nachmittag in aller Ruhe. Und dann hast du das gefunden, machst mit irgendeinem Bekannten, mit einem Freund. Und wenn du es nur mit einem eigenen Ehepartner machst und sagst, ich mache das jetzt hier, geh du mal runter ins Wohnzimmer und hör dir das an. Dann kannst du da auch schon sagen, da und da hakt's oder da und da wird's besser. Und dann hast du deine Einstellung gefunden und die nimmst du dann am besten. Und dann kannst du abends, wenn es um 19 Uhr losgeht, eine Dreiviertelstunde vorher mal wieder hergehen, kannst das Ganze mal anprobieren, kannst dich warm spielen, kannst dich schon mal in die eigene Stimmung reinbringen. Und dann um 7 Uhr bist du ready, genauso wie du für eine Gong-Meditation, ja live ja auch nicht. Geht um 7 Uhr los, um 5 vor 7 dich vor den Gong hinkniest und loslegst, dann bist du ja auch eine Dreiviertelstunde vorher da. Ja. Das ist jetzt hier das Gleiche und deshalb auch da, mach dich auch innerlich in diesen Mut, bring dich da hinein in diese Stimmung, damit du wirklich ready bist und um die Technik kümmerst du dich schon vorher. Und dann hast du auch keinen Stress, weil Stress merkt man dir an und den Stress hast du ja sowieso durch dieses oh, Live und ein bisschen Aufregung. Da musst du nicht noch mehr dazu tun, indem du nicht ganz klar bist, was mit deiner Technik los ist. Und Aber es dann ist heißt es, Erfahrungen sammeln. Es wird bei 10 Mal nie 10 Mal gut sein, sondern wenn du alles gemacht hast, was du kannst, dann ist der Punkt Surrender. Dann kannst du einfach loslassen und sagen, ah, da habe ich heute Erfahrung gemacht. Okay, das mache ich das Ja, nächste Mal besser. genau. Sodass du, wenn du alles gemacht hast, was du kannst, und dann spielst du, dann gehst du wirklich in dein Spiel tief rein und lässt es einfach rausfließen. Und wenn du am Ende dann irgendwann mal mitkriegst von Leuten, das ist nach 20 Minuten abgebrochen, ja, dann ist es jetzt dein Ding. Schade, aber surrender. Und dann bietet das Ganze vielleicht eine Woche später noch mehr an, als wie wenn du dich jetzt live in so einen zusätzlichen Technikstress bringst. Das ist ja echt ein interessanter Punkt, auch den du ansprichst. Und das sehe ich und erlebe ich auch an vielen Stellen und bei vielen Leuten so. Da melden sich dann Leute und sagen, die brauchen alle Tipps und die perfekte Empfehlung, wie sie das denn nun genau machen sollen. Ne? Die wollen eine Einkaufsliste haben, welches Equipment da draufstehen soll, welches Audio-Interface, welche Mikrofone. Und das soll ich am besten dann den runterschreiben und rüberschicken und dann bestellen die das und dann stellen die das da hin und dann drücken die auf den Knopf und dann geht das los. Und genauso funktioniert es ja eben nicht. Genauso funktioniert das ja mit dem Gongspielen auch nicht, den kaufen wir ja auch nicht und dann wissen wir genau, wie alles funktioniert, sondern genau wie du es gesagt hast, mit jedem Mal, wo wir eine Session zusammenbauen, wo wir einen Raum bespielen, wo wir Leute bespielen, machen wir halt eine neue Erfahrung und mit jedem Mal wird es halt feiner, was wir da halt selber rausziehen und spüren können, wie wir uns halt mit dem Raum und mit dem Gong und den Menschen verbinden können. Und genau das ist der Punkt. Also man kann sich das natürlich überdenken und immer das perfekte Setup sehe ich bei Thomann oder sonst irgendwo im Warenkorb zurechtlegen und dann wieder denken, so, oh nee, jetzt gibt es aber nächste Woche noch das neue Mikrofon, das ist dann vielleicht noch besser und dann warte ich lieber noch ein bisschen. Und nein, dann muss ich noch mal einen neuen
MacBook bestellen, weil der alte Windows-Rechner nicht so gut funktioniert und so. Und so schiebt man es immer weiter raus und kommt Genau. niemals zu dem Punkt, seine Erfahrung zu machen. Und da ist natürlich auch ein ganz hilfreicher Tipp, so wie du gesagt hast, nimm was da ist und mach 10 Erfahrungen damit. Wenn du dann der Meinung bist, du brauchst ein anderes Mikrofon, informier dich. Guck dir YouTube-Videos an, sprich mit uns. Guck, was andere Leute mit Gongs und Mikrofonierung und Streaming für Erfahrungen machen. Und dann versuch für dich einzugrenzen. Ne? Sprich mit einem Musikhändler. Die werden auch jeden Tag mit den Fragen konfrontiert und kennen sich meistens ganz gut aus mit solchen Dingen auch. Ja, und finde dann halt raus, was für dich funktioniert. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe hier bestimmt 50, 60 Stunden mit dem, was ich erstmal hier hatte, rumexperimentiert, um mich in dem Spektrum ranzutasten, wie lässt sich das, was da ist, ausreizen und wo kommt das Zeug an die Grenzen und wo muss ich vielleicht dann 100 oder 300 oder 500 € an die Hand nehmen, um meine Ansprüche, die ich habe, in so einem Bereich zu bedienen, damit das halt für mich passt. Deshalb ist es meiner Meinung nach immer besser, fang an, werde besser und mach nicht heimlich in deinem Kämmerchen und pack da noch zusammen und hab da noch ein Mischpult und allen drum und dran. Aber es hat nie jemand gehört. In derselben Zeit ist derjenige, der vorher angefangen hat und hat mit Mittelmaß angefangen, jetzt durch seine Verbesserung genauso gut. Aber er hat jetzt gleichzeitig schon Spielerfahrungen gesammelt und deshalb ist Und es du, immer, und du, starte, leg und los. ja, Fang an genau. und wenn du wirklich so unsicher bist, mach die erste Session mit 3 bis 4 Freunden kostenlos und dann lass es da reinfließen. Und wenn du sagst, ah ja, jetzt kriege ich langsam ein Gefühl der Sicherheit, dann kannst du es auch ausschreiben und für irgendwelche Fremden und sonstige Menschen machen. Fang an, probier es aus und es gibt, was alleine die Technik mit Zoom und Livestream angeht, so viele kostenlose Hilfe. Die Ja. Information es ist alles schon da und durch YouTube und Suchmaschinen musst du nicht mal lange suchen, sondern es ist einfach sofort da. Und deshalb gibt es keinen Grund zu warten, bis wir wieder 100% haben, weil aktuell sind wir bei 0, sondern nimm die 50, 60, 65% und arbeite dich von da und da einfach dann hoch. Und dann bist du auf jeden Fall besser. Und auch die Menschen da draußen, die stehen ja unter einer Form von Daueranspannung und Stress, die brauchen das auch. Und denen helfen 65% Qualität auch mehr als 0. Und deshalb Genau, und wenn du mach's. von 5 Leuten, von 10 Leuten 5 Feedbacks bekommst, ist das für dich auch wertvoller, als wenn du nicht spielst und gar kein Feedback bekommst. Weil Genau. wenn du kein Feedback bekommst, hast du keine Ahnung, wie es ankommt. Dann sitzt man immer nur und denkt so, nee, das Mikrofon ist nicht gut genug, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber du kannst auch mit dem Mikro, was du hast, spielen. Also ich habe auch mal bewusst so eine Session gemacht mit dem einfachsten Equipment, was ich hier hatte, so, ne? Also mit dem einfachsten Mikrofon und einfach nur das roh, unverfälscht, ungefiltert, einfach nur damit gemacht so. Und einfach um zu gucken, okay, wie funktioniert das und wie kommt es halt an bei Leuten, die das wahrnehmen und hören. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir als Gongspieler oder als erfahrene Gongspieler oder als Leute, die sich mit Klang und Wirkung von Klang jeden Tag sehr intensiv be beschäftigen, wir haben natürlich einfach durch unser Tun und Wirken einen ganz anderen Anspruch auch daran, was halt Qualität für uns bedeutet. So. Aber jemand, der auf der anderen Seite gerade völlig durchgestresst vor einer Familiensituation vor seinem Facebook sitzt und das Ding aufmacht und denkt so, ah, endlich mal was, was mich nicht noch weiter nervt, sondern mich irgendwie berührt und abholt, der nimmt da einen ganz anderen Effekt, eine Ja. ganz andere Wirkung von mit und ist vielleicht total dankbar, dass er zu diesem Moment genau in diesen 10, 20 Minuten Gongklang bei dir gelandet ist. Wann auch immer du das aufgenommen hast. Manchmal muss es gar nicht live sein, sondern du hast es live gespielt in einem Livestream Facebook. Facebook speichert es ab. Irgendwer stößt über irgendwelche Ecken darauf hin und klickt drauf und denkt sich, ah, wow, das ist genau das, was ich gerade brauchte. So. Und dann ist alles cool. So. Ich denke auch. Deshalb vom ganzen Herzen. Fang an und mach. Genau. Das ist so mein Ding. Und auch von der Hörerseite zu Hause, nimm 50, 60% an Qualität als Alternative zu nichts. Genau. Und deshalb lade ich dich dazu ein, sowohl zum Hören als auch zum Spielen, probier das aus. Und wenn du irgendwelche Erfahrungen hast oder auch vorher Fragen, dann schick die einfach gerne, schreib sie auch unten in die Kommentare oder frag den Gerard oder mich. Dann können wir da einfach nochmal den einen oder anderen Tipp einfach geben. Wie ist deine persönliche Situation zu Hause und wie können wir dich da unterstützen? Ja. Jo.
Das ist für heute schon. Danke dir für deine Erfahrung, die du damit gemacht hast. Danke Und dir. dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Alles Gute Na dir. klar. Bis dann. Ciao, ciao.